Ah ja, okay. Verstehe. Ja. Das war ein kleiner Test, wie der Stream so läuft. Das muss ich kurz mal gegenprüfen. Da muss ich mal schnell schauen. In der Twitch-App. Wie es läuft. Ich schmeiß mal kurz die Musik an. Falls es doch geht. Aus hier mit deinem T-Shirt, das sieht aus, als wäre eine Plauze hier dran. Wir müssen mal schauen. Also, wir haben hier so eine gewisse Differenz. Tatsächlich. Ja, ich muss mich natürlich auch. Aber der Stream scheint zu laufen. Aber ich hänge hinterher. Ups. Ah, da kam der Plauzenspruch nochmal. Auch aktualisiert sich jetzt gerade Streamlabs nicht. Streamlabs meint, ich habe 0 Zuschauer, ich hatte jetzt gerade aber auf Twitch 2. Ein Durcheinander. Naja, ich würde mal sagen, ich muss jetzt kontrollieren. Wir switchen rüber. Ich starte mal. Was hat es denn jetzt? Jetzt habe ich eine Meldung gekriegt. Ja, irgendwie ist jetzt gerade diese Internetverbindung, die ist jetzt traumhaft und die schwankt sehr. Die schwankt sehr, sehr. Überlege ich gerade. Ich beobachte das gerade mal ein bisschen. Okay, verstehe. Da mache ich jetzt mal zur Sicherheit die Aufnahme mit an. Ja, irgendwie ist Streamlabs, kann das sein, dass das manchmal mehr buggy ist, als dass man sich das wünscht? Zum Beispiel sehe ich jetzt gerade in meiner Szenenvorschau, ne, dort unten, da unten, zwei aktuelle Zuschauer, die ich natürlich herzlich begrüße an der Stelle. Aber Streamlabs hat mir jetzt erst angezeigt, dass es zwei Zuschauer sind. Wir hatten jetzt gerade eine immense Verzögerung drin. Und die Internetverbindung wird besser und schlechter. Also wahrscheinlich schalten sich jetzt wieder mehr Leute rein in dieser Uhrzeit. Jetzt haben alle Nachrichten geschaut und haben Abendbrot gegessen. Und jetzt geht's hier wieder los, der Spaß. Aber ich denke, wir probieren es mal. Ich resette mal kurz meine Stats. Kann ich das hier? Kann ich nicht. Es gibt Probleme in Ihrem Stream. Ja, danke OBS für den Hinweis. Also ich habe manchmal echt keine guten Erfahrungen mit dem guten Programm. Also die Übertragung läuft. Also ich habe gerade mal geschaut, dafür, dass das Streamlabs hier so eine Panik schiebt und so eine Problematik aufbaut. Scheint es zu laufen. Nein, wir gehen einfach mal rüber und hoffen mal einfach das Beste. Ich mache jetzt mal erstmal einen neuen Speicherstand. Ich muss vor allen Dingen Deponia auch wieder Ton geben. Das wäre doch gut. So, wir gehen mal kurz. Doch, wir gehen ins Speichermenü und setzen uns mal einen neuen Speicherpunkt. So. Ich muss natürlich auch die Szene wechseln. Und der Speicherpunkt hier unten, den nehme ich als Referenz. Also wenn Streamlabs halt komplett wieder abschmiert, dann habe ich zumindest einen Punkt, wo ich schon mal neu aufnehmen kann. Aber die erste Stunde ist im Kasten, ist jetzt bei Stream abrufbar. Daumen drücken, vielleicht klappt's. Vielleicht fängt es wieder. So, wir spielen weiter.
Aber sowas, das ärgert mich immer so ein bisschen, ne? Wenn so einfach so Software nicht so möchte, wie man das gerne selber hätte. Jetzt machen wir nochmal eine ganz kleine Überprüfung zur Sicherheit. Also, let's go. Wir gehen noch mal raus und wir brauchen die Hilfe der Studenten. Oh, Cutscene. Ah, ihr seid noch da. Natürlich, Herr Rufus. Immerhin sind wir hier einer epochemachenden Entdeckung auf der Spur. Außerdem stehen wieder Raudis mit Schrottballschlägern vorm Hörsaal. Die müssen warten. Wir machen nämlich eine Exkursion. Packt eure Sachen. Wir gehen jetzt. Ins Nachbargebäude. Danke, Hildebrain. Etwas deplatziert, gibt aber trotzdem ein Sternchen. Wow! Lässig. Beeindruckend, nicht wahr? Was ist es? Ich! Nerdbird? Ein impulsgespeister Tachyonfeldgenerator? Im Volksmund auch? Irgendjemand? Der Dicke vielleicht? Zeitportalmaschine? Zeitportalmaschine, genau. Denn sie erzeugt ein Zeitportal. Aber wohin? Nein. Na klar, Zwischenzeit. Der türkise Tunnel, wie ihn die Experten bekanntlich nennen. Und jetzt die Masterfrage. Wie schaltet man das Ding ein? Einschalten? Aber... Na los, diskutiert miteinander. Das da vorne müsste der Tachyonentank sein. Die Milchflasche mit der Fahrradpumpe? Man bräuchte eine Substanz, die Tachyonen imitiert. Dem Geruch nach zu urteilen, war da mal Feta-Käse drin. Und man müsste die Düsen so justieren, dass sie sich auf die dünnste Stelle in der Raumzeit konzentrieren. Mit einer 4D-Brille könnte man so ein Portalpotenzial erkennen. 4D-Brille, Feta-Käse. Noch was? Sie haben doch nicht etwa vor, ein Portal in die Zwischenzeit zu öffnen, oder? Warum denn nicht? McChronicle hat gesagt, das sei zu gefährlich. Ach, was? Es könnte die gesamte Raumzeit perforieren. Ach, papalapap. Probieren geht über Studieren. Wer nichts probiert, kann nur verlieren. Kommt das in der Klausur? Ich hab noch mal kurz kontrolliert, ob es läuft. Es kommt in der Klausur dran, natürlich. Also Federkäse kriegen wir vielleicht von der Ziege. Für die Brille können wir hier was bauen. Und vielleicht den Eimer mal drunter stellen. Hey, da. Finger weg von unserem Schrottballtrainingssack. Das bringt nicht, ne? Das ist noch nichts im Moment. Und Schlag! Habe ich was getroffen? Nicht, solange du spielst. Oh ja, bla bla bla. Hast du noch irgendwas beizutragen, Goal? Und? Kommst du jetzt mit? Ich kann den Sinn darin nicht erkennen. War das ein Ja oder ein Nein? Und? Ich kann den... War das ein... Meine Güte, dein Schmoll halt hier rum. Bringt halt auch jetzt nichts, ne? Meine Herren, nochmal hier. Was ist das? Stuhl? Dieser Stuhl beleidigt mein empfindliches Symmetrieverständnis. Was das denn? Da hat doch jemand in meiner Klasse Kaugummi gekaut und mir nichts abgegeben, außer sein frisches Pausenbrot. Das hagelt Hausaufgaben. Der Kaugummi ist schon viel zu alt. Und überhaupt, bunte Glasscherben mit Kaugummi kleben, das ist doch total unrealistisch. Mhm. Kann man den selber essen? Go. Gib zu, du hängst an mir. Boah. Ansichtssache. Haftet der Stiefel am Hundehaufen oder der Hundehaufen am Stiefel? Meine Güte, Schnabel. Hier, so vielleicht mal hier probieren. Vielleicht bringt das was. Das hat doch bereits das alte Brot bekommen. Ach so, ja, kennen wir. Ja. Das hier? Der braucht keine Hilfe. Auch nicht. Alles wieder normal. In den üblichen Grenzen. Wir müssen doch aber... Kaugummi? Vielleicht irgendwie mal den Kollegen anbieten. Ja. Stör ihn nicht. Er muss... Schlägt er auch mal? Nicht, wenn du ständig... Willst du mal was Tolles sehen?
Ja. Geht ja gar nicht. Hey! Hey! Wir müssen doch auch was mit dem Schalter hier machen können. Und wenn wir jetzt mal... Ah, Moment. Moment. Wenn wir jetzt den Turm erreichen, jetzt die Flagge. Nee. Hä? Das würde besten. Hä, was haben wir denn hier noch? Dieses Achievement habe ich mir mehr als verdient. Pff. Lieber den Krempel in der... Das würde besten. Ja, es soll ja auch alles verstopfen. Warum können wir denn hier hoch? Bringt das noch irgendwas? Es ist Zeit, mir etwas anderes auszudenken. Plus minus 5 Minuten. Nochmal zum... Nochmal zur Verwaltung nochmal gehen. Ach Gott. Mir geht das so... Ich... Ja, ja, okay, da, dem bringt das nicht. Kaugummi vielleicht? Ist das ein Kaugummi? Oh, Junge, ach, Junge, Nikotin-Kaugummi. Junge. Ich merke gerade, dass ich einen Mordskohldampf habe. Aber der Tabak ist gut. Unsere Verbindung wird besser. So lecky, schmecky, fantastikecky. Oh Gott. Ein Jammer. Wo sind die Nikotin-Kaugummis, wenn man sie mal braucht? Ach, ich weiß, wie man Nikotin-Kaugummis macht mit dem Aschenbecher. Ich weiß nicht viel über die Herstellung von Nikotin-Kaugummis, aber ich habe ein Kaugummi und da ist Nikotin drin. Wird schon passen, oder? Nikotin-Kaugummi. Selbstgemachtes Nikotin-Kaugummi. Wird schon passen, oder? Das Kaugummi? Also ich sag da immer der Kaugummi, weil es ist ja der Gummi. Moment. Moment. Kriegen wir raus. Das geht auch. Oh, der und das Kaugummi. Ist beides möglich. Ach, interessant. Das wusste ich noch nicht. Gut, wieder was gelernt. So, ihm geben wir jetzt das... Nikotin-Kaugummi? Oh, Junge, 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 Junge. Ich merke gerade, dass ich einen Mordskohldampf habe. Warte, ich setze nur meine Beißerchen kurz wieder ein. Boah, furchtbar. Ein paar Fisch. Hat er noch was? Mir geht das so. Was ist das denn? Haftcreme. Meister Pfifflochs Dentalkleber. Denn gibt es Schöneres im Leben, als wenn die Beißerchen gut kleben? Bei Benutzung Zähne unbedingt richtig herumhalten, ja. Je, nach innen. Aber quasi, dass man das Gebiss so und dann aber so rein. Das ist richtig gut. Da hat man dann so einen doppelten Hebel. Unsere Verbindung ist gerade wieder besser geworden. Jetzt ist sie wieder schlechter geworden. Ja, wenn man es halt sagt, ne? Es geht gerade immer so und so. Aber so unsere generelle Verbindungsstatistik wird mal besser, mal schlechter. Ich gucke noch einmal jetzt nach. Man entwickelt sich so ein bisschen auch hier bei Techneo zu einem kleinen Neolium. Unsere Verbindung ist gerade wieder besser geworden. Gut. Hängt auch gar nicht so viel hinterher. Ja, ich kenne das immer aus den anfänglichen Streams von Neolium, der dann immer alle 3 Sekunden auf sein Handy geguckt hat, kontrolliert hat und irgendwas eingestellt hat. Schönen Grüße an dieser Stelle. No offense. Und aber ich kann es verstehen. Man muss halt manchmal auch das kontrollieren. Und wenn man halt schlechte Erfahrungen gemacht hat mit komischer Software, dann muss man halt mal gucken. So, weiter geht's. Das war mein Bürostuhl. Haftcreme, nehmen wir mit. So, mit der Haftcreme machen wir das jetzt. So. Da ist es wieder. Das angenehme Gefühl klebriger Glasscherben in den Manteltaschen. So, Buntglas. Da ist es das. Ja. Okay, gut. Wir brauchen jetzt noch eine Brille, ne? Mir geht. Was passiert damit? Lieber nicht. Er ist gerade so entspannt. Okay. Lieber nicht. Lieber nicht. Sagt er noch, ach, was ist denn heute mit dir? Du klingst schon genau. Na und? Er kann sie mit seinem Fach.
Komm schon, Mac, ich brauche deine Hilfe. Wobei, die Welt ins Verderben zu stürzen? Hast ja recht, das schaffe ich auch ohne dich. Okay, das bringt uns noch nichts. Wir brauchen eine Brille. Wir brauchen die Brille von dem Kollege Schnürschuh hier. Wie kommen wir da ran? Das scheint das Unimaskottchen zu sein. Fach. Wie kommen wir denn da ran? Ach, was stimmt? So, Kinder, es wird Zeit. Was bin ich? Eine 4D-Brille, um dünne Stellen in der Raumzeit auf. Die besteht aus buntem Glas und einem Brillengestell. Genau, Hildi. Ja. Irgendetwas, das Tachyonpartikel emittiert. Volle, ich bin... Sie können mit dieser Professor-Nummer... Wir sind die cleveren Kids. Schon vergessen? Natürlich, seid ihr. Immerhin habt ihr beim Besten gelernt. Professor Rufo! Rufus! Hier noch irgendwas? Dieser Obdachlose... Eimer. Nach hinten, das ist einfach nur... Wir können hier nicht... Einmal. Haben wir schon gemacht. Willst du mal was Tolles sehen? Stören nicht. Stören. Ja. Schlägt er auch mal? Nicht. Und Schlag. Habe ich was getroffen? Nicht. Also wir sind uns klar, hier oben können wir nichts machen, hier vorne können wir nichts machen. Wir haben eigentlich nur die Möglichkeit eben zum Hörsaal. Schnabeltier. Oh, Eimer. Es hat doch bereits das alte Brot bekommen. Was können wir jetzt machen? Kann mir jemand sagen, was ich hier tue? Du benimmst dich wie ein Vollidiot? Setzen, 6. Ich sitze bereits. Und bei deinem Notendurchschnitt wird das auch so bleiben? Sehr, sehr gut. Sehr gut. Schnabeltier. Jetzt gibt's wieder Ärger, wetten? Jetzt weint sie halt wieder, ne? Was haben wir denn noch für Optionen? Ich bin gerade ein bisschen wieder mal etwas ratlos. Das ist bestimmt wieder irgendwas Komisches. Einmal, ach komm, das geht. Nein. Wir müssen noch mal reden. Ist irgendwas bringen? Und? Kommst du? Ich kann den Sinn darin nicht. War das ein? Warum haben wir die Uhr? Als Option. Es ist Zeit, mir etwas anderes auszudenken. Plus minus 5 Minuten. Es ist plus. Jetzt Buntglas hier rein. Was? Das würde bestenfalls alles verstopfen. Lieber den Krempel in der Hand. Ja, aber was sollen wir denn jetzt hier machen? Ich glaube, es ist gleich wieder Lösungsbuchzeit hier, wenn das weiter so geht. Trainingssack, hey. Ja. Ihm mal geben. Stör ihn nicht. Schlägt er auch mal? Nicht. Willst du mal was? Ja. Also ich bin gerade ein bisschen ratlos wieder mal. Ich bin gerade ratlos, sonst müssen wir wieder mal gleich mal eine kleine Cook-Session machen hier. Die Ziege, kommen wir da nicht, der kommt da nicht ran, ne, an die. Oder müssen wir jetzt direkt mal mit dem Eimer drauf gehen? Go, Rufus Gummiarm! Wirklich? Nix. Dieses ganze Zeitgereise scheint meine Superkräfte zu korrumpieren. Ja, aber, hä? Was ist denn das von... Das ist dieser Baum, ne? Dieser Baum. Wir haben sonst hier keine Optionen. Hier irgendwas mit dem... Das ist noch kein Fall für den Aschenbecher. Bemerkenswert. Er bleibt auf den Vogel stehen. Jawohl.
Amerikaner? Nee, nicht stürmen, ne? Lieber nicht. Er ist. Das ist noch kein Fall. Bemerkt. Komm schon, Mac. Wobei, hast du das schon? Ja. Okay, also hier. Okay, ich glaube, wir müssen gleich nochmal ins Buch gucken. Wir haben gerade so ein bisschen. Bisschen Leerlauf gerade hier. Warte mal. Kommen wir nicht runter, ne? Irgendwo was hier noch. Wo sehen wir denn die Ziege noch? Da oben kommen wir immer raus. Sie könnte ruhig mal mit an. Vielleicht erkennt sie, wie sind. Vielleicht hat sie aber auch eine Anti. Das haben wir alles schon gemacht. Das haben wir alles schon gemacht. Dieses Achievement. Ja, das. Nee, ich glaube, wir müssen ins Buch gucken. Wir gucken ins Lösungsbuch und suchen uns eine Stelle, wo es nicht ganz so nervt. So. Ich switch mal kurz die Szene. Zack. So, an dieser Stelle auch nochmal Hallo an die Zuschauer an der Stelle. Wir gucken mal. So, in das altbewährte Deponia-Lösungsbuch, was ich hier digital habe. Powered by Adventure Corner. Schon ein langjähriger Partner hier. So. So, gut. Laufrad haben wir. Pfeife, Labor, ja. Stimmt, Feuer, vier, Federkäse und 4 D-Brille, klar. Kaugummi haben wir. Hä? Moment, zurück in den Hose, wieder rauf zum Turm und stellt der Ziege eine Falle, indem er den Eimer in die Regenrinne gießt. Was können wir in den Eimer füllen? Öl. Steht aber nichts. Okay, gut. Mache ich gleich weg. Okay, ist geklärt, denke ich. Wir holen uns Öl. Nein. Das Fenster und wir brauchen das. So. Wir holen uns Öl im Labor. Doof. Die Gitter bei. So. Okay, wir gießen jetzt hier. Ach, das ist wieder sowas, ne? Wir gießen jetzt hier quasi Öl hier rein und dann rutscht die Ziege ab. Und dann haben wir vielleicht eine Möglichkeit, den Ziegenkäse zu bekommen. Hörsaal. Turm. So, zack. Weg mit dem Zeugs. So, und jetzt haben wir Öl. Aber die geht doch mal hinten rum, die Ziege. Ach nee. So rum, ich glaube, jetzt geht sie vorne rum. Na, wir ziehen mal. Ja. Ja, natürlich. Natürlich. Oh. Man sollte diese Barbaren beim Ziegenschutzverbund anzeigen. Das arme Tier müsste längst wieder gemolken werden. Das wird's auch gleich. Hey, Finger! Das ist kein Trainingssack, sondern eine Ziege. Ha! Guter Versuch. Ich mag blind sein. Dafür funktionieren meine anderen Sinne umso besser. Ich kann den Raum hören. Gegenstände schmecken und ich rieche an deinem Gesichtsausdruck, dass du mich hinters Licht führen willst. Genau, das war mein Gesichtsausdruck, nicht etwa das Chili von gestern. Na, jetzt geht's los. Und Schlag! Oh nein! Au! Ekel. Was ist das? Meine Schleimhäute schwellen an. Anaphylaktischer Schock. Das ist meine Ziegenallergie. Meine Augen brennen. Igitt. Bravo. Du hast endlich etwas getroffen. Mein Komikzentrum. Oh, die arme Ziege.
Ich hab genug. Ich will nicht mehr. Auch das ist eine wichtige Lektion. Wer aufgibt, hat schon verloren. Ach, halt die Klappe. Ja, noch was zu vermelden? Ich auch da. Wer? Ach, halt. So, die Brille, die Nasenbrille. Das erinnert mich an meine kurze Karriere als Industriespione in den Schlonzer Wurstminen. Ich weiß immer noch nicht, wie meine Tarnung auffliegen konnte. Zack. So, das machen wir jetzt so. Ich präsentiere die 4D-Brille. Macht potenzielle Zeitportale sichtbar. Quadriert die Kinoeintrittspreise. Ja, natürlich. In dieser Teilung. Aber ich dachte, ja, wo ist denn unser Eimer? Ist der Eimer weg? Ich wollte jetzt Ziegenkäse abnehmen. Hey, Finger! Wie ich schon sagte, das ist eine Ziege. Was denkst du, wo das Meckern herkommt? Von meiner Frau natürlich. Boah. Die behauptet auch immer, meine Sportgeräte seien Tiere. Nonnen oder Nachbarskinder. Aber wie bitteschön sollten Ziegen zu uns in den Unterwasserpalast kommen? Da bin ich überfragt. Okay, mal angenommen, es ist keine Ziege. Dürfte ich dann mal kurz euren Trainingssack melken? Na klar, bedien dich, aber sei vorsichtig. Manchmal beißen sie. Kann da direkt der Federkäse raus. Bah. Das riecht wie der Tank im Max Labor. Oh, vor allem, wenn da der Käse direkt rauskommt. Oh. Na los, dann hau mal rein den Käse hier. Oh. Wer kann mir beantworten, warum es eine gute Idee ist, Feta-Käse in den Tank zu füllen? Bestimmt haben sie eine 4D-Brille gebaut und erkannt, dass der Käse Tachyon imitiert, richtig? Falsch. Dann war es eine Fangfrage. Denn es ist eine Fangfrage. Richtige Antwort. Kleine Stream-Kontrolle an der Stelle. Oh, der Stream läuft. Inga Lindström, Inga Livestream läuft. Wunderbar, prima. Und es geht los. Warum filmen wir das jetzt nicht rein? Wer kann mir bestimmt haben Sie eine 4... Falsch. War es eine Fangfrage? Richtige Antwort. Hau doch jetzt mal den scheiß Käse da rein. Meine Güte. Solange der Tank leer ist? Ja. Was soll ich denn da... Jetzt nicht den scheiß Käse da rein. Also langsam... Was ist das immer? Riecht wie der Tank. Nein, immer dieses künstlich schwierig machen. Hier ist doch... Hier ist Richter Haut in... Wer kann mir... Bestimmt haben Sie ein... Warum war es eine Fangfrage? Denn es ist... Richtige Antwort. Ja, was soll ich denn machen? 4D-Brille habe ich. So. Wer kann mir sagen, was das hier ist? Soll das etwa eine 4D-Brille sein? Es ist eine 4D-Brille. Ist das da buntes Fensterglas? Nicht anfassen. Das ist ein hochsensibles, wissenschaftliches... Ich präsentiere die 4D-Brille. Macht potenzielle Zeit. Ja. Komm los, drauf. Ich sehe eine Art Ring. Das muss eine Stelle sein, an der die Dimensionsmembran zur Zwischenzeit besonders dünn ist. Nicht dünner als deine Herleitung, Nerdo. Genau, Hildi. Es ist inmitten der Maschine. Oh, gut. Dann müssen wir ja gar nichts mehr kalibrieren. Fortuna hat die Seiten gewechselt. Jetzt sind die Dummen vollends am Arsch. Darf ich jetzt? Hier ist die Raumzeit dünn genitzt. Sie ist nur noch aufbekommen. Dann hau diesen blöden Käse jetzt hier rein. Meine Güte, Rufus. Wer kann mir bestimmen? Und dann... Sie meint Pink. Dann ist es bewiesen. Feta-Käse imitiert Tachyon. Ja, klar, natürlich. Jetzt ist das eine ganz andere Verlauf. Meine Güte. Notiert euch das. So, drauf, los. Schön pumpen hier nochmal. Los, nochmal voll, nochmal richtig rein. Ja, das Portal ist offen. Aber es ist viel zu klein. Vielleicht ist noch nicht genug Druck auf den Tachyondüsen. Mehr Druck? Kein Problem. Ich bin der Oberdruckerzeugemeister. Ja, mehr Druck haben wir nochmal. Es riecht nach Feta-Käse. Ein Profi-Wissenschaftler meines Schlages benötigt keine weiteren Anhaltspunkte, um zu wissen, was nun zu tun ist.
Ja, nochmal pumpen, ne? Unsere Verbindung hat sich wieder stabilisiert. Wunderbar. 60 Frames immer noch. So. Ja, wunderbar. Was hat man schon gedacht? Ich schätze, hierfür werde ich außen. Ja, komm los. Passt gerade mal mein Schuh durch. Wenn ich zeitreisende Schuhe bräuchte, könnte. Warte mal. Komm los. Wir haben es tatsächlich. Habt ihr je daran gezweifelt? Ja. Ja. Im Grunde sind wir nur mitgekommen, weil es irgendwie witzig war. Nicht, weil wir uns wirklich Erkenntnisse erhofft haben. Und Boah. Das, liebe Kinder, ist die letzte Lektion für heute. Manchmal kann man eben auch beides haben. Moment, wie kriegen wir das jetzt, Brille nochmal drauf? Ziege melken noch mal ein bisschen mehr. Nein, danke. Ich hab noch. Nein, hast du nicht. Goal. Und? Kommst du jetzt mit? Ich kann den. War das ein Ja? Und? Ich war das okay, ein. Die quatscht immer noch blöden Quatsch. Wildes Zeug hier. Noch irgendwas? Vielleicht noch mal mit McChronicle reden? Och, was ist denn heute mit du klingt? Na, er hat. Er kann. Mir geht. Mir geht. Ja, was ist denn jetzt nur schon wieder los? Können wir die Brille noch aufsetzen? Nö. Hier nochmal die Brille auf. Ah, hier hinten also. Okay. Hier hinten sagt das Spiel, dass wir sie öffnen, angucken sollen. Was? Täusche ich mich? Oder ist der Euter dieses Tieres in ein mysteriöses Licht getaucht? Nein, danke. Ich hab noch. Was zum... Das Spiel trollt mich wieder. Täusche ich mich? Ich auch das, will. Ach. Man sollte diese Barbaren beim Ziegenschutzverbund anzeigen. Das arme Tier müsste längst wieder gemolken werden. Los jetzt. Nein, danke. Ich hab... Müssen wir mit ihm noch mal reden? Ich auch das. Wer? Ach, halt. Ja, das... Okay, das leuchtet. Das Euter. Okay, bringt das noch? Bringt das irgendwas? Nö. Na nö. Okay, hier haben wir schon reingeguckt. Wir gucken mal kurz in den Hörsaal noch mal. Sind die Brille auf? Nix getan. Wenn er sich weiter. Achso, ja. Das Euter leuchtet. Das war jetzt die Erkenntnis. Ach, herrje. Da? Hier nochmal reingucken? Nein, danke. Als ob da, er weiß es einfach, ne? Er weiß es einfach. Ja, jetzt leuchtet es. Und jetzt? Sie haben es tatsächlich. Habt ihr hier? Ja. Nicht mal. Und das manchmal. Genau, irgendwelche. Es reinkommt. Unter dem Teppich war ein weiteres Portalpotenzial versteckt. Was machen wir denn jetzt? Ja schon, aber ob das sicher ist? Oh, hallo. Ja, nichts probiert, kann nur verlieren. McChronicle. Die Tarionen müssten sich im näheren Umfeld des Portals verteilt haben. Die Chance, dass sie ein Portal nach Kubak geöffnet haben, ist relativ hoch. Wie hoch ist hoch? Keine Ahnung. 1 zu 1000 vielleicht? Ist das gut? Relativ. Es ist die einzige Chance, die du kriegst. Und ja. Eine mehr als wir verlieren. Apropos, ich muss noch wohl holen. Das heißt, der Sprung ins Ungewisse ohne garantierte Rückkehr muss warten? Nein, ich hole sie lieber sofort. Jetzt wird sie doch bestimmt wieder übelst rum, bitchen. Auf gut Deutsch gesagt.
Ups. Kurz die Maus wieder rausgegangen. Wir haben es geschafft. Die Jungs und ich haben ein Zeitportal geöffnet. Bravo. Nee, ich will nicht. Ach, sei doch nicht so. Ich hab doch gesagt, ich biege das wieder gerade. Und ich hab gesagt, verschwinde. Komm schon, dann bleibst halt da, meine Herren. Und... Hey, Finger weg. Was ist das denn? Ich verstehe ja deinen Standpunkt. Immerhin war dein Puppentheater mit den Schnabeltieren nicht gerade subtil. Puppentheater? Aha. Ach das? Ja, das war Absicht. Aber schau sie dir an. Sie sind beide gefangen, ohne Hoffnung. Ich werde nie aus meinem Hamsterrad entkommen. Sie ist ja auch nicht im Hamsterrad. Du denkst, du bist das Schnabeltier im Hamsterrad? Natürlich. Das ist ganz eindeutig das Weibchen. Schau hin, sie... Hä? Ich wusste es. Es gibt Hoffnung. Ey. Es ist das Männchen. Wenigstens ist sie jetzt frei. Ja. Wow. Schau nur, wie sie sich freut. Die fängt sich schon wieder. Andererseits, man sollte Metaphern auch nicht überstrapazieren. Ah. Was haben wir denn hier? Futter. Was ist das? Hey, gib das her. Wann hast du das denn gemacht, als du dich auf dem Markt rumgetrieben hast? Aha. Und? Aha. Das Auge. Und damit bist du durch den Lavomat gekommen? Irgendwer musste ja dafür sorgen, dass es weitergeht. Ja, habt ihr ja dasselbe gemacht. Warum bist du überhaupt so wütend? Weil wir nicht zusammen auf dem Foto sind? Nein. Weil wir es sind. Die Momentaufnahme einer Illusion. Oder denkst du, wir werden das Bild am Ende des Tages in unser Fotoalbum kleben? Das alles hier muss doch letztlich wieder rückgängig gemacht werden, damit wir die Welt retten. Damit es keine Fuelocks auf Elysium gibt. So ist es doch, oder? Nein, ist es nicht. Dann sag mir eine Sache, die von unserem Abenteuer übrig bleiben wird. Wenn du das schaffst, komme ich gerne mit. Ha, easy. Am Ende ist es doch immer die eine Sache, die übrig bleibt. Da, schau hin. Oh, was? Der Kitsch. Die Hoffnung. Egal, lass uns los. Oh, süß. Uni frei. Was? Was zum... Was ist denn jetzt los? Das sieht aus wie diese Zwischenzeit, die wir mit dem Timepod durchquert haben. Aber wo kommt die Stadt her? Und wo sind Goal und McChronicle? Die sind doch direkt vor mir durchs Portal gesprungen. Hey, du Fuelock! Was ist das für ein dummer Typ? Von meiner Veranda! Ein Eingeborener. Alter, so ein Kannst richtiger Idiot. Kannst du mir sagen, wo Idiot. Ich hier gelandet bin? In meinem Rückbild! Moment, kenn ich dich nicht? Du bist doch Drüso, der Romantic Ninja. Bloß in alt und hässlich. Wie ist das nur möglich? Willst du dir hier um jeden Preis ein Loch in den Bauch fragen? Du meinst, ob ich dir ein Loch in den Bauch fragen will, oder? Nicht, wenn ich die Flinte richtig rumhalte. Oh. Unifrei? Also, Moment, da müssen wir kurz mal was einschieben. Eine ganz kurze... Sollte das ein Wort sein? Weil diese Schreibweise, die stört mich massiv. Also wenn er quasi das, wenn er das sozusagen, das Wort unifrei gemeint hat. Einfach so, jetzt das als Eigenwort, ich bin jetzt frei von der Uni. Dann schreibt man das doch entweder zusammen oder mit Bindestrich. So. So, unten die Variante. Ich sehe das so oft, auch im Internet oder auf Schildern, falsche Orthografie. Also, ich korrigiert mich da gerne, wenn das falsch ist, oder wenn ich das sozusagen noch die alte Rechtschreibung habe. Aber das schreibt man doch so nicht. Genau, was habe ich letztens gesehen? Warte. Ah, es hat gerade so gereicht. Bratwurstbude. So geschrieben. Auseinander und jeweils groß. Ohne Bindestrich. Also, dann entweder mit Bindestrich, so hier. Oder Bratwurstbude als ein Wort. Und das sehe ich auch zum Beispiel. Jetzt muss ich gerade mal ein bisschen ranten. Aber das sehe ich zum Beispiel auch bei Montana Black. Dem folge ich ja auch auf Twitch.
Und da sehe ich dann die, also, ne, nichts gegen den Streamer, alles gut, aber die Live-Mitteilung von Twitch. Da steht dann immer, euer Lieblingsstreamer ist online. Und da steht... So, da, wenn man das lesen kann. Lieblingsstreamer. Euer Lieblingsstreamer ist online. Das ist also, meines Erachtens ist das falsch. Man muss das Lieblings-Streamer groß so schreiben oder halt als ein Wort durchgängig. Lieblingsstreamer. Also das nervt mich so immens, wenn ich das sehe. Das ist da aber so eine ganz einfache Orthografie-Regel. Also ich verstehe das nicht, das sehe ich immer häufiger. Also das ist mir jetzt bloß gerade aufgefallen, so mal als kleines Intermezzo. Da habe ich mich gleich in Ekstase geredet. Und muss mal einen Schluck trinken. Und vor allen Dingen auch mal meinen Luftfilter wieder anschalten hier im Zimmer. So, weiter geht's, wir spielen. I wanna know. Hillbilly. Gewissensbisse wären hier komplett fehl am Platz. Immerhin ist doch ein ganz passabler Bursche aus ihm geworden. Bursche. Er kann bestimmt toll pfeifen. Und ich find's gut, was er mit seinen Haaren gemacht hat. Haaren? Ein Schritt mehr und ich blaste die Rübe weg. Aber Drüso, ich bin's doch. Professor Rufus, läutet denn da gar nichts? Professor Rufus? Ja genau. Das war doch der Typ, dem ich das alles hier zu verdanken habe. Jahrelang. Nur Schrottkrabben und Milben. Was ist mit dem? Ich habe ihn getötet. Gut gemacht. Und jetzt verschwinde aus meinem Vorgarten. Ist ja schon gut. Okay, der Typ, mit dem ist nicht gut Kirschen essen. So, hier ist Fragezeichen, hier ist Fragezeichen. Na, wir gehen mal nach links. Links. Wo zum Schneider bin ich hier nur gelandet? Hast du dich verlaufen, Fremder? Dazu bin ich überhaupt nicht in der Lage. Mein fotografischer Orientierungssinn sagt mir immer, wo ich bin, ob ich will oder nicht. Nur mit dem Wann hapert's in letzter Zeit. Wann spielt hier keine Rolle. Du bist in der Zwischenzeit. Ein Raum längsseits von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, schon klar. Ich wollte eigentlich verderblichem Essen sagen. Sowas wie eine Zukunft haben wir hier nicht. Gerüchteweise soll es irgendwann mal eine gegeben haben. Das Portalbauamt gräbt am Boden der Zwischenzeit danach. Aber wenn du mich fragst, ist das neumodischer Unsinn. Keine Zukunft. Vorhin sind hier zwei andere Neuankömmlinge vorbeigekommen. Die haben auch nach der Zukunft gefragt. Vielleicht Freunde von dir? Unmöglich. Zwei Schnabeltiere vielleicht. Bei mir. Außerhalb vielleicht. Hier in der Zwischenzeit ticken die Uhren ein bisschen anders. Sie haben auch ein paar Zeiger mehr, wie ich sehe. Tja, willkommen in Paradox City. Mein Name ist Rocco McChronicle. Wenn du Fragen hast, stehe ich dir gerne zur Verfügung. Rufus. Und ich hätte da tatsächlich ein paar. Rocco Mac, was zum Kuckuck? Ja. Du bist der McChronicle? Du bist Rocco McChronicle? Der Vater von Dekan Angus McChronicle Senior? Und somit der Opa von unserem McChronicle? Du musst mich verwechseln. Ich habe keinen Sohn. Und wenn, dann würde der bestimmt kein Dekan werden. Immerhin leite ich hier einen Familienbetrieb. Vielleicht sollten wir gar nicht darüber reden. Das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann, ist, dass ich versehentlich McChronicles Geburt verhindere. Du hast meine Freunde gesehen? Eine sexy Braut, die von einem cleveren, gutaussehenden Typen begleitet wird? Kann nicht sein. Wir wurden getrennt. Naja, vorhin sind jedenfalls zwei Fremde hier vorbeigekommen. Sie haben die alte Einsiedlerin getroffen. Sah so aus, als ob sie sich kannten. Sie sind zu ihrer Farm aufgebrochen. Halte dich einfach beim Rathaus links und dann immer weiter hoch. Okay, ja. Wo zum Teufel bin ich hier? Du bist in Paradox City, der Stadt zwischen den Zeiten. Sind wir nicht immer alle zwischen den Zeiten? Bitte was? Na, Gegenwart und Zukunft. Ja, schon. Wobei, wir sind hier nicht so sehr zwischen der Zukunft. Die gibt es hier nicht. Wenn man nämlich so einen Satz sagt, muss man nämlich immer mit so leicht heiserer Stimme sprechen. Sind wir nicht alle zwischen den Zeiten? Erst wenn es das und das ist, ist es das Auto. Ja, immer so dieses. Ist das nicht eine Flasche voll Wasser? Ja, gut, so viel dazu. Jawohl,
So, wir machen weiter. Was bedeutet das? Es gibt hier keine Zukunft. Wie ich es sage, wenn du dich dafür interessierst, dann frag doch die Leute vom Portalbauamt. Die reden auch ständig von der Zukunft. Und sie versuchen, eine aus dem Schrott unterhalb der Stadt auszubuddeln. Die reinsten Spinner, wenn du mich fragst. Wir hatten hier nie eine Zukunft. Und wir sind bislang auch gut ohne ausgekommen. Das gab es bisher nicht und das geht auch ohne, ne? So, so ungefähr. Was ist das denn? Was in der Hände gefallen hier? Moment. So. Techneo-Abrechnung. YouTube Money. Ka-ching! Übrigens interessant, dass hier dieses Zeitreise-Car. Ach, das hat er dann umgebaut. Das war bestimmt das Love-Mobil von seinem Opa. Das hat er dann umgebaut. So. Ich muss dringend nach Kuwak. Da klingelt nix. Ist das außerhalb der Zwischenzeit? Natürlich. Dann fragst du besser die Typen vom Portalbauamt. Die kartografieren die Portale und wissen, wohin welches führt. Okay. Hey, das ist doch das Time Pod. Das da? Das steht hier bereits seit vor meiner Ankunft. Mein Vater wollte es reparieren und hat darum die Werkstatt gegründet. War scheinbar irgendwann nicht mehr so wichtig, wie alles hier. Du kannst mir offensichtlich nicht weiterhelfen. Tut mir leid, Kumpel. Okay. Oh, wir haben so viele Sachen zu erkunden. So viele. Zeitmaschine. Ja, genau. Zeitmaschinen gibt's nicht. Oh, stopp! Das ist zu spät, ne? Ah, nein, ein rosa, hier, lila Schnabeltier. Können wir aber nicht anklicken. Finde ich ein sehr, sehr angenehmes Setup hier. Gefällt mir irgendwie. Geh da mal rein. Ach, da bist du! Howdy, Rufus. Du rätst nicht, wen ich in der Stadt getroffen habe. Mein Opa, ich weiß. Er hat mich nicht erkannt. Kein Wunder. Für ihn bist du noch gar nicht geboren. Das werde ich wohl auch nie. Schon kleinste Eingriffe verändern den Zeitstrang. Wahrscheinlich haben wir die Geburt meines Vaters bereits verhindert. Ach, Papalapa, ich habe in letzter Zeit alles Mögliche gesehen. Ich habe sogar alles Unmögliche gesehen. Ja, aber nichts, was auch nur die geringste Ähnlichkeit mit einem Zeitstrang hat. Das Ganze ist eher ein zerfusseltes, verknotetes, verzottetes, vernuppeltes, verzwirrtes Zeitknäuel. Es ist okay, Rufus. Mir geht's gut. Ist es nicht unglaublich faszinierend hier? Naja, voll pittoresk, du. Aber wir müssen schleunigst weiter. Schon vergessen? Wohl. Farmhaus. Aber kein Grund zur Eile. Hier, Moment. In der Zwischenzeit ticken die Uhren anders. Ich bin im Bild. Noch nein, kein ach. Grund, vom Gas komm, zu nehmen. Ich muss euch was eines zeigen. Von diesen unbedingt. Portalen muss nach Kuwak führen. Wir haben es ja vorhin selbst benutzt. Ja, es ist das da. Das da? Ich hatte eigentlich mit ein paar kniffligen Rätseln gerechnet. Aber umso besser. Warte hier. Ich hole Goal. Und dann holen wir uns unsere Zukunft zurück. So, danke. Jetzt ist es passiert. Ich habe eine Benachrichtigung bekommen. Ja, so, nein, man sieht es. Ah, oh, man sieht es ganz schlecht. Ah, oh, ich krieg das nicht in die Kamera gehalten. Kleine Verrenkungsaktion. Moment. Sieht man das? Nein, man sieht es nicht. Das ist genau die Benachrichtigung. Montana Black ist live, also dein Lieblingsstreamer ist live. Das ist genau die Benachrichtigung, von der ich geredet habe. Und an dieser Stelle natürlich herzliche Grüße ins andere Studio. Aber, ja, es steht halt genauso da. Kann ich das noch? Ich muss das. Ja, doch. Man sieht das, glaube ich. Ach ja. So. Also, ich habe Fragen an Wombat. Was macht der Wombat da oben? Er schläft. Dann, was ist hier los? Warum wird das Feld gedüngt hier drüben? Da will ich gar nicht wissen, wo sich das andere Portal befindet gerade. Kaputtes Butterfass hier und da. So viel Portal. McChronicle. Ich hole Goal und du tust McChronicle-Dinge. Mach dich da drinnen auf eine Überraschung gefasst. Wir gehen erstmal zum Kaputt. Da hat aber jemand mal ordentlich zugebuttert. Was?
Und so richtig schön abbuttern. Hey, Goal! Oh. Keine Zeit zum Kaffee trinken. Es geht weiter. Wir... Moment mal. Habe ich richtig gezählt? Du bist Goal. Also auch Goal. Und du bist fast so scharfsinnig, wie ich dich zurückgelassen habe. Rufus. Weltretter, Zeitreisender, Selbstmörder. Du hast Po-Model vergessen, aber nicht so schlimm. Die Frage ist doch, wie kann das sein? Was tust du hier? Welche Goal bist du? Sie ist die Goal, die du aus der Zukunft gerettet hast. Und im Gegenzug hat sie mich und Mac auf Elysium sitzen lassen. Zeitmaschine geklaut und wusch, ab dafür. Ich hab halt nicht so ein Gespür für dramatische Abgänge wie du. Und weit gekommen bist du auch nicht. Ja, ich war vielleicht etwas vorschnell. Als ich in der Zwischenzeit ankam, gab es keine Zukunft mehr. Der Tunnel war einfach zu Ende und der Autopilot hat mich direkt darauf zugesteuert. Ich musste bruchlanden und war gestrandet. Für uns sind nur wenige Stunden vergangen. Für sie war es ein ganzes Leben. Warum hast du nicht eins der ganzen Portale genommen? Die Portale öffneten sich erst viel später. Zunächst waren alle außer Reichweite. Dann begannen die ersten Deponianer, ihren Schrott in die Anomalie zu werfen. Hm. Auch die ersten Zeitreisenden kamen aus allen möglichen Vergangenheiten. Die meisten strandeten hier. Wie ich. Aus dem Schrott bauten wir Paradox City. Zunächst wollten wir die Portale erreichen, aber keines davon führte in die richtige Zeit. Spätestens als die ersten Kinder geboren wurden, wurde uns klar, dass wir uns ein neues Zuhause gebaut hatten. Aber jetzt bin ich ja da. Also kommen wir. Was war das? Ein Erdbeben? So eines gab es bislang nur ein einziges Mal. Damals, als die Portale aufgingen. Hier ist was los. Geht nicht weg. Ich schau mir das mal an. Ja. Auch nicht doch. Die sind zugegangen. Wo ist das Kubak-Portal? Und hätten wir das verhindern können? Alle weg! Ich glaube, ich habe eine Erklärung. Als ich vorhin im Labor die Tachyonen undosiert in das offene Portal ergossen, haben wir damit nicht nur ein Portal geöffnet, sondern auch alle umliegenden. Portale an die unterschiedlichsten Orte und Zeiten. Da die Zeit hier drin schneller verstreicht, standen sie über Jahre offen. Während du an der Uni Goal geholt hast, ist hier eine ganze Stadt entstanden. Kurz nachdem du durch das Portal gestiegen bist, hat sich die Anomalie hinter dir geschlossen. Im Labor nur ein Augenzwinkern. Hier mehrere zig Minuten. Du meinst, diese Stadt existiert nur, weil wir vorhin das Portal geöffnet haben? Bringt einen ganz schön ins Grübeln, nicht wahr? Ja, zum Beispiel, wie wir hier wegkommen, jetzt wo die Portale dicht sind. Ich dachte eher an die moralischen Implikationen. Was passiert mit den Menschen hier, wenn wir die alte Zeitlinie wiederherstellen? Dürfen wir das überhaupt noch? Ich sehe keine Verbotsschilder. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Du solltest das untersuchen lassen. Okay. Noch irgendwas zu melden? Dein Opa lässt mich nicht ans Timepod. Sieht ihm ähnlich. Ich durfte auch nie seinen Wagen ausleihen. Hast du eine Idee, womit man ihn ablenken könnte? Mit einem guten Buch vielleicht? Ein Buch? Wir wollen in seine Werkstatt einbrechen und nicht seinen Geburtstag nachfeiern. Womit die Krawattenidee wohl auch ausscheidet. Gehen wir jetzt erstmal mal rein. Oder... Ich überlege gerade. Ja, wir gehen nochmal rein. Erfreulicherweise war noch etwas Gegengift übrig. Aha. Na, unterhaltet ihr euch gut? Ich erzähle Goal gerade von deiner Briefmarkenkanone. Ach ja, ich hätte nicht so viel Käse verwenden dürfen. Was? Bürste. Goals Haare mögen ihre Farbe verloren haben, aber sie duften immer noch nach Marshmallow-Bonbons. Erstmal schön alles, also erstmal klar. Goal, auch Goal. Was? Achso, raus. Skulpturen. Ah, oh, Batterieschnabel hier. Du bist unter die Bildhauer gegangen? Ich hatte viel Zeit. Das entschuldigt einiges, aber nicht alles. Was hat denn das hier zu suchen? Das wollte ich für meine Skulptur Der letzte Paukenschlag verwenden. Ich habe Wochen darauf gewartet, dass die Batterie alle wird. Aber es läuft und läuft und läuft. cool. Was riecht man hier? Noch andere Skulptur? Oh. Was soll das hier darstellen? Das ist der unfertige Punkt. Ach, es gehört so. Es soll unfertig aussehen. Und ich dachte, es ist wahrhaftig noch nicht fertig. Oh,
Dann muss ich wohl noch mal ran. Kann ich das? Kann ich das mitnehmen? Nein, es ist noch nicht fertig. Ich könnte es doch fertig machen. Und wie willst du das fertig kriegen? Ich kriege alles fertig. Du machst mich fertig. Seid ihr bald mal fertig? Ja. Moin. Na dann nimm's halt. Fertig. Auf die Plätze, los. Und fertig. Okay. Was ist hier gerade passiert? Diese Wortspiele gerade hin und her, ne? Also so, okay, wir sammeln wieder kräftig Quest-Zeug. Die Portale haben sich geschlossen. Ich muss versuchen, sie wieder aufzumachen. Kommst du mit? Kann das nicht warten? Ich unterhalte mich gerade. Nö, klar. Du kannst natürlich auch den ganzen Tag lang Selbstgespräche ja, führen. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Du doch auch immer. Eigentlich redet er die ganze Zeit. Ich höre nur zu. Sie noch was? Die Portale haben sich geschlossen. Dir wird schon was einfallen. Mir ist schon was eingefallen. Nein, du bekommst keinen Raketenrucksack. Oh, du bist aber auch. Butterfass? Hast du immer noch diese Angewohnheit, alles mitzunehmen, was nicht festgeschraubt ist? Vor allem habe ich immer noch diese Angewohnheit, meinen Schraubenzieher zu vergessen. Okay, meine Bürste vielleicht benutzen hier? Hast du etwa schon wieder meine Bürste geklaut? Es ist nicht, was du denkst. Dann wirst du sie also nicht dazu verwenden, jemandem einen unappetitlichen Streich zu spielen? Okay, vielleicht ist es doch, was du denkst. Aha, einen unappetitlichen Streich? Jetzt nicht, Rufus. Bist du etwa immer noch wütend? Nein, keine Sorge. Ich brauche einfach nur ein bisschen Zeit mit mir selbst. Guck mal, bist du vielleicht... Nein, das hier geht nur Goal und mich etwas an. Okay. Da haben wir jetzt hier nicht so viel. Können wir den Bombard nicht wecken? Ja, ist schon niedlich. Niedlich. Okay, Farm haben wir geklärt. So. Farm und dann immer weiter hoch. Das hatten wir ja schon. Das war wahrscheinlich das. So. Wo geht's denn nun hier hin? Ich bin noch mehr Zeitmaschinen dort unten im Keller aus. Ach nein, ich weiß ganz genau, was in diesem Screen vor eine Szene kommt. Ja, da muss ich ja schon den Stream auf plus 18 umschalten, nicht wahr? Ich weiß es. Ach, das ist schön. Da habe ich mich, aber wann die kommt, werden wir sehen. So, Lühebel. Was sind das für Tonnen? Da verfahren wir das Saatgut, damit es nicht verdirbt. Und damit die Wombats nicht rankommen. Die Viecher werden immer lästiger. Fast schon schlimmer als die Fuelogs. Immer häufiger erwische ich sie dabei, wie sie sich an den Tonnen zu schaffen machen. Darum behalte ich jetzt immer beide Seiten im Auge. Meine Frau sagt, ich habe schon zu schielen angefangen. Gut, dass es im Fuelog-Gebiet gerade so ruhig ist. Für einen Zwei-Fronten-Krieg wären wir nicht gerüstet. Wie eklig das ist, was hier alles rumliegt. Das sind wirklich Kadaver. Ich habe sie aus meiner Rippe erschaffen. Jetzt brauche ich die Rippe zurück. Ich habe sie jetzt... Okay, krabbeln wir mal ran. Was sind das für Top... Hey, Finger weg! Da verfahren wir das da. Und damit die Viecher fast immer häufig darum behalten, meine Frau. Gut, das für ein. Hebel. Mag es ja nicht. Oder möchtest du unbedingt von einem Fuelog-Rudel zerfetzt werden? Naja, ich dachte, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Nicht denken, Soldat. Hier draußen herrscht Krieg. Und im Krieg gibt es nur Verlierer. War never changes. Aber ich frage mich, warum ist der Griff denn hier unten? Und der Kollege hier oben? Naja, das könnte schon recht effektiv hier sein, ne? Aber wenn man bedenkt, was für eklig große Viecher die Fuelogs sind. Komm, lass uns nochmal reden. Lenk mich nicht ab. Ich muss aufmerksam bleiben. Oder möchtest du unbedingt von einem Fuelog-Rudel? Wir lenken ihn dann sowas von ab. Ihr habt hier ein Fuelog-Problem? Wonach sieht das denn hier aus?
Nach hysterischer Überreaktion. Meinst du nicht, du nimmst die Sache ein bisschen zu ernst? Immerhin sind die Portale zu und kein Fuelock weit und breit. Nur weil du keine Fuelock siehst, heißt das noch lange nicht, dass sie dich nicht sehen. Was ist denn das hier hinten eigentlich von... Es raucht und es ist so ein allgemeiner... Okay, so ein... Ja... Ein allgemeiner Dampf, sieht aus wie in so einer futuristischen, so in so einer Blase, wie man das manchmal so im Film hat, wo man einfach so eine unsichtbare Wand irgendwas hat. Naja, man weiß nicht, worum es geht. Wir schauen erstmal hier zum Stadtkern zurück. Okay, Zeitmaschine, Zeit, die können wir nicht anschauen, aber benutzen. Das, davon sehen wir erstmal mal kurz ab. Schrottkrabben. Oh. Haben wir hier eine kleine Szene nachgestellt aus einem alten Teil? Was ist denn das? Architekt. Ach, das sind die bestimmt vom Portalbau. Sirene. Es ist offensichtlich, dass er keine Ahnung von der Zukunft hat. Sonst würde er bestimmt andere Klamotten tragen. Das ist High Fashion, das trägt man jetzt so. Huhu. Ich hätte da mal eine Frage. Fass dich kurz. Ich muss arbeiten. Der Durchbruch in die Zukunft steht kurz bevor. Ich kann sie schon riechen. Entschuldigung, das ist die Aufregung. Was genau macht ihr? Was genau macht ihr hier? Wir vermuten eine sogenannte Zukunft im Sediment unterhalb der Stadt. Darum haben wir angefangen, das Fundament auszuhöhlen. Habt ihr keine Angst, dass die Stadt dadurch irgendwie, weiß auch nicht, abrutschen könnte? Die Chancen wiegen die Risiken allemal auf. Diese fantasielosen Hinterwäldler da oben wissen ja gar nicht, was für ein Ruhjuwel sich direkt unter ihren Füßen befindet. Sie sehen nichts weiter als einen Sockel, der die Statik ihrer Wohnungen garantiert. Ich sehe Straßencafés, moderne Büroflächen und erschwingliche Loftwohnungen für modebewusste Besserverdiener. Jawohl. Wie zum Beispiel Architekten von Portalbauämtern. Ganz genau. Gibt es schon irgendwelche Fortschritte? Wie denn, wenn ich ständig mit irgendwelchen Belanglosigkeiten aufgehalten werde? Ich dachte, der Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Ich verstehe noch nicht genau, was dieses Loch da mit der Zukunft zu tun haben soll. Dabei ist es doch so einfach. Wir wollen ein solventes Publikum anlocken. Zeitreisende, die eben nicht von gestern sind. Ein Portal in die Zukunft würde Paradox City zurück auf die Landkarte bringen. Das Stichwort lautet ständiges Wachstum durch Erschließung der Zwischenzeiten. Und wir schaffen dafür die Anreize. Du spuckst beim Reden. Ich muss nach Kuwak. Ich muss nach Kuwak. Einen Tag vorm Ende der Zeit. Moment. Kuwak? Tja, Pech im Unglück. Wir haben zwar ein Portal nach Kuwak, aber das ist auf dem Grundstück der alten Einsiedlerin. Es ist also noch nicht an das Zeitreiseverkehrsnetz angeschlossen. Wir kämpfen schon seit Ewigkeiten für das Wegerecht. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass sich die Portale wieder geschlossen haben. Sollte man als Chance begreifen. Es beweist einmal mehr, wie wichtig der Anschluss von Paradox City an die Zukunft ist. Ich sehe bereits die Kampagne vor mir. Der einzige Weg zurück führt nach vorn. Besser ja, noch, klar. Zurück durch die Zukunft. Aber das ist doch alles nur Geschwafel. Der Grund für die fehlende Zukunft liegt in der Vergangenheit. Happalapap. Heute? War gestern. Die Zukunft gehört denen, die den Mut haben, nach vorne zu blicken. Ach, du ahnst es nicht. Das sind alles Sprüche fürs Katzenposter. Ich muss wirklich dringend nach Kuwak. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Gründe für das Fehlen der Zukunft dort und nur dort zu beheben sind. Ach, happalapap. Heute? Ich lass dich mal wieder arbeiten. Na endlich. Ich hatte schon Angst, deinetwegen die Zukunft zu verpassen. Okay, hat er noch was hier? Bohrloch, Bauarbeiten. Das stimmt wohl, was die Leute sagen. Klappern gehört zum Handwerk. Was liest du da? Das ist die zukünftige Ausgabe von Helms. Was sonst? Und? Sind Helme wieder im Kommen? Oh, leider nicht. In der Zukunft werden alle handwerklichen Arbeiten von Maschinen verrichtet. Das wäre ja super. Da müsste niemand mehr arbeiten. Ich auch nicht. Was denkst du, warum ich mich hier so ins Zeug lege? Sicher nicht für das Geld. Der Job ist so schlecht bezahlt, dass ich noch einen zweiten brauche, um über die Runden zu kommen. Und was ist dein zweiter Job? Ich schreibe Fake-Rezensionen für ein werbefinanziertes Bewertungsportal, das kostenlose Vergleichsportale zum Erwerb von Baumaschinen. Das kennt man ja.
Ach, wenn es doch endlich Maschinen gäbe, die uns all diese wichtigen Aufgaben abnehmen könnten. Naja. Das kriegen wir das noch stimmt nicht. Wohl knapp. Das ist doch die... Sag dich! Kann ich... Nee, bin ich auch. Du könntest... Ja? Ich sagte, du bekommst das... Können wir das mit Escape... Ja, wir können... Ah, wir können diese ganzen Cutscenes mit Escape... Ja, okay, auch. Die können die lange bohren. Sirene. Wir scheinen hier ein ernsthaftes Fuel-Lock-Problem zu haben. Aber es ist noch zu früh, um Schuldfragen zu stellen. Stellen? Oh je. Fuel-Lock-Alarm. Was ist jetzt los? Schon wieder. Das heißt wohl, wir müssen eine Zwangspause einlegen. Nein, heißt es nicht. Man kann die Zukunft nicht warten lassen. Wieso? Wo soll sie schon groß hin? Oh, was ist denn jetzt los? Elysium Cluster. Komisch. Ich sehe gar nichts. So? Mag es ja nicht. Oder möchtest du unbedingt von einem... Das kriegt er wieder mit, ne? Okay. Ja, das läuft jetzt gleich ab und dann resettet er sich wieder. Denke ich, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, der Hintergrund, ne? Jo. Hm. Nichts. Wahrscheinlich falscher Alarm. Okay, das. Okay, da wissen wir, was. Okay, da wissen wir, was das macht. Also, bloß mal zur Planung. Ne? So, mal kurz in den Talk-Modus gehen. Also, ich würde mal sagen, wir streamen heute noch. Jetzt, 24 Minuten fehlen noch. Also, dass wir jetzt sozusagen zweimal 90 Minuten gestreamt haben. Ist eigentlich 3 Stunden Stream heute, das ist eigentlich nicht geplant. Ich wollte eigentlich so knapp 2 Stunden aufnehmen. Aber ich habe gerade voll Bock auf diese Story, was jetzt hier kommt und wie es weitergeht. Deswegen nochmal einen kurzen Schluck getrunken und wir machen ungefähr noch so eine halbe Stunde, würde ich sagen. Und dann muss ich auch mal Feierabend machen, wenn ich morgen dran denke, dass es in der Früh nach Berlin geht, um 8. Der Wecker klingelt zu früh. Viel zu früh. So, das haben wir jetzt auch, das haben wir jetzt auch. Dann gehen wir mal in die Kneipe, würde ich sagen, ne? Treffen wir da eigentlich jetzt Unk? Ja. Ach ja. Okay, ich glaube, ich weiß, hier war das andere Portal, glaube ich, ne? Rita, Erdnüsse. Erdnüsse, lecker. Rita. Ich sehe alle Voraussetzungen für eine hinreißende Liebesgeschichte. Nur die weibliche Hauptrolle sollte man vielleicht neu besetzen. Fuel-Lock-Suppe ist aus, Toast und Milch sind im Angebot und mich gibt's auch günstig zu schießen. Was? Mein Name ist Rita. Bist du Single? Nein. Ja, es ist kompliziert. Verschwende nicht meine Zeit. Ich bin fast 40 und Kellnerin in einer Stadt ohne Zukunft. Denkst du wirklich, ich habe Lust, mir dein Gejammer anzuhören? Du hast gefragt. Ich wollte nur... Tick-Tack, Tick-Tack. Hörst du das? Das ist meine biologische Uhr. Bestell was, mach mir einen Antrag oder mach den Tresen für den nächsten frei. Bah. Ganz schön voll hier. Gibt's was umsonst? Ja. Ein Tipp für deine Freundin. Solange sie keinen Ring am Finger hat, sollte sie ihren Typen nicht allein durch die Stadt wandern lassen. Meine Frage bezog sich auf das Essen. Ach, sag das doch gleich. Fuel-Lock-Suppe ist aus, Toast und Milch sind sonst noch... Einmal Toast und Milch, bitte. Hast du Geld? Nö. Dann muss deine Freundin blind sein. Die Portale sind zu. Ah! Hab ich's doch geahnt. Klassischer Fall von Torschlusspanik. Hast du eine Zeitmaschine? Meinst du, ich würde so aussehen, wenn ich eine hätte? Zeitmaschinen sind selten geworden. Maverick hat eine Instant Change. Aber er würde lieber seinen Großvater überfahren, als jemanden darin mitzunehmen. Und dann ist da noch Vince, der allerdings nur deterministische Zeitreisen anbietet. Das ist erstens langweilig und zweitens riecht Vince nach verdauten Pflaumen. Ansonsten kenne ich nur noch das alte Timepod in Roccos Werkstatt. Keine Ahnung, ob das noch funktioniert. Wenn du also eine Passage brauchst, vergiss es einfach. Wir sind hier alle gestrandet. Das Beste, was du tun kannst, ist so schnell wie möglich unter die Haube zu kommen. Okay, ich glaube, ich passe. Das höre ich häufiger. Ich sollte mich endlich von dieser Dating-Plattform abmelden. Die sieht... Vor allem hat sie keine Nase wieder mal, ne? Gibt so einige Kollegen hier, die
keine Nase haben. Das ist der Sohn von ihm? Schöne Animation. Da wird jetzt auch der gute Hugo an dieser Stelle sagen. Die ist ganz schön abgewirtschaftet. So ungefähr. In die Richtung. So, schöne Grüße an der Stelle. Erdnüsse. Du hast Mikey gefressen! Was? Aber, oh nein, ich dachte, ihr wart Erdnüsse. Ach, schon okay. Mikey war eh ein Arsch, mach dir keinen Kopf. Und wir sind Erdnüsse. Sapiente Erdnüsse, aus einer anderen Zeit. Lecker und clever. Es gibt Dinger, die krabbeln. Kann ich euch vielleicht trotzdem mitnehmen? Wie die Dinge hier laufen, muss ich euch wahrscheinlich zur Erdnussbutter verarbeiten. Nein, das wäre uns ehrlich gesagt nicht so recht. Lass ihn ausreden. Vielleicht hat er ja einen guten Grund. Einen guten Grund, um es zu Erdnussbutter zu verarbeiten? Stimmt, den hat er noch nicht genannt. Ja, warum will er das eigentlich? Haben wir jetzt nur eine Wahl? Aus Prinzip? Aus Prinzip, sagt er. Das ist erbärmlich. Pfui. Falsche Antwort, Chabo. Na, dann vielleicht. Wir probieren es weiter. Als Reiseproviant. Also da geht einem doch der Hut hoch. Erst Mikey und jetzt das. Du Gierschlund. Ich meinte ja auch für die Liebe. Wow. Na, oh, das war die richtige Antwort, ne? Für die Liebe opfern wir uns doch gerne. Yippie, ich zuerst. Na, da, eine Frage noch. Wie genau hilft es der Liebe, wenn wir zu Erdnussbutter verarbeitet werden? Ach ja. Würde mich auch interessieren. Lasst ihn doch ausreden. Okay. Oh, okay, das war wirklich die richtige Antwort. Okay. Die Liebe bedarf keiner weiteren Erklärung. Ich habe vielleicht nicht hauchig genug gesprochen. Die Liebe bedarf keiner weiteren Erklärung. Ohne Erklärung haben wir auch keinen Deal. No. Such dir jemand anderen, den du zu Erdnussbutter verarbeiten kannst. Okay, ich sag's euch ja. Ich will Golds Zuneigung zurückgewinnen. Das ist so süß. Ich weiß nicht. Ich bin auch nicht überzeugt. Aber es geht um Goal. Ja, aber wer ist Goal? Ich meine, kennen wir sie überhaupt? Also, ich kenne sie nicht. Ach, stimmt. Woher sollen wir wissen, ob ihr zusammenpasst? Goal ist auch mehr so das Stretch-Goal. Hä? Wie meinst du das? Es ist so rätselhaft. Ihr habt recht. Vergesst es einfach. Kein Ding, Alter. Na, nicht so ungut. Komm gerne wieder, wenn dir ein triftiger Grund eingefallen ist. Mit den blöden Erdnüssen reden. Also, das kann es auch nur in dem Spiel geben. Vince, alter Maywick. Toilette. Ung. Der Junge. Ach, verstehe. Das ist dann nicht der Sohn, das ist ja okay. Dann lass mal erstmal zur Toilette gehen. Wer braucht denn da so lange? Besetzt! Hört denn die Kackerei bald auf? Hetzt mich nicht! Ich leide an einer schweren Zeitverstopfung. Zeitverstopfung? Nicht vielleicht Temporaldiarrhoe? Nein, die habe ich hinter mir. Aber woher zum Kehricht? Jahaha, da schaust du was. Ich habe deine Stimme erkannt. Du bist der Zeitscheißer. Was? Der Temporal-Klo-Tourist, der es sich offenbar zur Aufgabe gemacht hat, die Toiletten des gesamten Multiversums mit seiner Kacke zu verstopfen. Endzeitmensch? Bist du das? Aber ich habe dich doch gerade erst getroffen. Du hast mir dieses prima Klopapier hier gegeben. Das Geld aus Kletes Koffer. Was ist denn das? Ich erinnere mich daran. Aber das war doch mein anderes Abenteuer. Eine Version der Zukunft, die es jetzt nicht mehr gibt. Als würde ein großer Pfropfen alles verstopfen. Oh, wem sagst du das? Oh, eben ist noch alles geflossen. Jetzt geht gar nichts mehr. Oh, genau. Aber weil die Portale halt zu sind, ne? Oh, das wäre toll. Das Portal. Ja, das Portal haben wir gesehen. Was für ein Waschlappen. Buh.
Oh nein, die Fulok-Suppe. Ich werde bestimmt gefeuert. Meine Zukunft hängt doch von diesem Job ab. Ich dachte, hier gibt es keine Zukunft. Für mich schon. Mein Zukunfts-Ich sitzt da hinten am Ecktisch. Er sagt, wenn ich mich nicht deutlich mehr anstrenge, werde ich nie so erfolgreich sein wie... wie ich. Er sagt, ich muss sparen, hart arbeiten, eine Altersvorsorge abschließen. Ja, natürlich. Dann werde ich später nie so eine schnittige Instant Change 5 fahren. Und nur alles umsonst. Warum machst du nicht einfach eine neue Suppe? Das geht nicht. Und sind die Fulok-Rippen ausgegangen. Ah. Oh je, was für ein Fiasko. Okay, der braucht also die Rippen, die wir dort... wir wissen, wo die liegen. Ihn hebe ich mir gleich zum Schluss auf. Es ist so schön. Wie auch dieses Stereotyp vorgezeichnet ist, ne? Wie das Bild gezeichnet ist, ist wunderbar. Wir reden erstmal mit dem Alten. Was für ein Kotzbrocken. Ist das dein Schlitten da draußen? Wieso? Habe ich dich einfach zugeparkt? Nein, keine Sorge. Schade. Aber wozu dann die Frage? Du hast das Licht angelassen. Wenn du mir den Schlüssel gibst, dann... Ha, guter Versuch. Das Instant Change Coupé macht nicht nur Zeitreisen ohne lästige Zeitgabelung möglich. Ja, es reguliert auch seine Scheinwerfer seit der 5er-Serie automatisch. Ein schönes Gerät, keine Frage. Ja, der Traum eines jeden Zeitreisenden. Lange dachte ich, es würde nur für eine Zweier reichen, den sogenannten Butterstampfer. Aber ich war ehrgeizig. Ich wollte unbedingt die Fünfer. Ich habe geschuftet, mich anspucken lassen, jeden Slotty dreimal umgedreht. Und jetzt, da es soweit ist, das Einzige, was mir noch Freude bereitet, ist, andere rumzuschubsen, die sich nicht so abrackern wie ich damals. Zum Beispiel mein Vergangenheits-Ich, diesen Faulenzer. Der wollte mir schon längst eine leckere Fulok-Suppe servieren. Aber siehst du hier eine leckere Fulok-Suppe? Ich nicht. Wenn er nicht bald mal meinen Arsch hochbekommt, werde ich etwas erlebt haben können. haben wir irgendwas dabei? Nein, wir reden mal kurz mit Vince. In seinem Alter sollte er eigentlich nicht mehr Zeit reisen. Unsinn, Junge. Der graue Star verhindert zwar das dreidimensionale Sehen, aber wir reisen ja in 4 Dimensionen. Gehört dir eine der Zeitmaschinen da draußen? Aber natürlich, mein junger Freund. Ich nenne sie die Ritardes. Was lachen die denn da so? Weil sie keine Ahnung haben. Die Ritardes ist ein kleines Juwel der Zeitreisetechnik. Juwel, sagt er. Herr Vincent verschweigt Ihnen, dass sein veraltetes Vehikel keine echten Zeitreisen unternehmen kann, sondern nur deterministische. Man kann damit die Vergangenheit nicht verändern. Man sitzt so lange fest, bis man den Zustand der Zeitlinie zum Zeitpunkt der Abreise wiederhergestellt hat. Hör nicht auf die Leute. Eine Reise in der Metades lohnt sich immer. Wenn du willst, kann ich dich auf eine kleine Spritztour mitnehmen. Alles, was ich dafür brauche, ist eine Portalkarte, auf der die genauen Raumzeitkoordinaten eingetragen sind. Frag einfach die Burschen vom Portalbauamt. Okay, jetzt haben wir das auch schon geklärt. Du kannst mich also mitnehmen? Jederzeit. Alles, was ich dafür brauche. Aber ich kann nichts verändern. Leider nein. Könnte ich denn etwas mitnehmen? Nur, wenn es den Lauf der Dinge nicht verändert. Jetzt haben wir schon... Ach Gott. Dieser Zeitreisende entstammt offenbar einem ganz anderen ethnischen Kontext. Hier sind mein Respekt für fremde Kulturen und mein diplomatisches Fingerspitzengefühl gefragt. Uga, Uga! Guten Tag, der Herr. Wir hatten wohl noch nicht das Vergnügen. So darf schön. Ich mich vorstellen? Mein Name ist Hallo, du verstehst, was ich sage? Aber selbstredend. Kommunikation ist eines der wichtigsten Attributive für das Metier, in dem ich mich beruflich verdinge. Ich bin Händler und es wäre mir eine Konvivialität, mit Ihnen geschäftlich zu negoziieren. Ich biete Heilkräuter für gesunde Darmflora gegen altmodische Kunst aus der neolithischen Epoche. Ich dir geben Stein, du mir geben Furzpampe. Besser hätte ich es auch nicht ausdrücken können. Stein haben wir. Rufus bringen Stein.
Interessant. Bei dem Werkstoff, aus dem dieses bildhauerische Opus Magnum gefertigt wurde, handelt es sich offenbar um Basalt aus dem Germer Specksteingebirge. Ich erkenne Ablagerungen von Obsidian und sogar Chrysoberyll-Einschlüsse. Leider verbietet mir mein Respekt vor den schönen Künsten, dieses ästhetische Machwerk zum Behufe meiner niederen kommerziellen Ambitionen auszuschlachten. Das wäre Barbarei. Okay, dann nimmt es also nicht. Warte mal. Was soll denn das sein? Ich habe Fulok-Suppe bestellt. Ah, habe ich doch nicht. Bürste vielleicht. Rufus, bringen Sachen. Es tut mir leid, mein Herr, aber ich handle ausschließlich mit geologischen Truvalien und Intestinalpharmazeutika. Es ist zugegebenermaßen ein exotisches Geschäftsmodell, aber in Zeiten globaler Konzerne kann der mittelständische Einzelhandel eben nur noch in Nischen florieren. Okay, das heißt, wir haben jetzt nicht großartig... Okay, wir haben jetzt erstmal uns hier umgeschaut. Erstmal raus. Können wir die... Ja. Ja. Nee, das es gibt kein Vertrauen mehr unter den Menschen. Das? Ja. Ja. Nee. Es gibt kein Vertrauen mehr unter den Menschen. Das auch nicht. So, was haben wir denn hier in Richtung... Was? In Richtung Zukunft? Ach so, das war das jetzt. Ah ja, alles klar. Was wir jetzt noch nicht angeschaut haben... Hillbilly Hacienda. Oh. Ach, das geht jetzt nicht mehr. Stimmt, das ist doch was. Gibt es irgendwas noch mit ihm zu reden? Die Leute! Ist ja schon gut. Ich glaube. Wir reden noch mal ganz kurz mit Goal. Wenn das jetzt nicht weiter großartig bringt, dann ist das, glaube ich, was für die nächste Folge. Ich muss ihn nicht in alle Einzelheiten ein Zauberer. Denk nach. Womit könnte man deinen Opa noch ablenken? Socken vielleicht? Oh. Ach, herrje. Die Landluft sperrt ja. Ups. Oh, ich habe aus dem Spiel rausgeklickt. Ups. Nein, was ist denn jetzt passiert? Was ist denn jetzt los? Ich verstehe. Moment. So, oh Gott. Ich hab rausgeklickt, das ist ein Spiel. Nochmal kurz mit Rocco reden. Ach, hey, nee. Rocco. Howdy, Rufus. Kannst du die Portale reparieren? Beunruhigend, nicht wahr? Aber wohl kaum zu ändern. Portale haben weder einen Motor noch andere mechanische Bauteile. Dann bleibt das wohl wieder an mir hängen. Ja. Gibt es Ziegen in Paradox City? Nicht, dass ich wüsste. Und du findest bestimmt einen besseren Zeitvertreib, bis die Portale wieder aufgehen. Ich muss zum Timeport. Das geht nicht. Es ist sowas wie ein Familienerbstück. Ist doch Schiebung. Hä? Es gehört der alten Gold. Auf der einen Seite interessiert sie nicht und dann... Sie hat es meinem Vater überlassen. Also das ist doch... Man kann mit meinem Opa nicht argumentieren, Rufus. Warte mal kurz. Was machst du denn hier? Ich bin eine mysteriöse Stimme aus deiner Erinnerung. Was? Seit wann denn das? Gefällt es dir nicht? Doch, es ist ganz lässig. Mit wem redest du denn da? Ruhe da hinten. Hast du einen Tipp, wie ich an ihm vorbeikomme? Nicht wirklich. Hilf doch. Er war der störrischste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Das ist aber nicht besonders hilfreich. Du hast recht. Sorry. Jetzt komme ich mir irgendwie dumm vor. Mach's gut. Mega sinnvolle Einblendung. Alles gut bei dir? Hm? Wieso? Ach, nichts. Was war noch gleich deine Frage?
Ich muss wirklich dringend zum Timepod. Und ich sage nein. Es ist sowas wie ein und Familie. Jetzt kommt das wieder. So wird das nicht, Rufus. Yay! Mysteriöse Erinnerungs-Macronicle! Was? Und? Hast du schon eine Idee? Ich dachte, du hättest eine! Hab ich aber nicht. Und was treibst du dann hier? Du hast recht. Okay. Du benimmst dich sehr merkwürdig. Du kannst mir offensichtlich nicht weiterhelfen. Tut mir leid, Pump. Du doch was? Das hier ist doch eine Werkstatt, oder? Ertappt. Vielleicht hätte ich das Werkzeug besser verstecken sollen. Jetzt repariert das Butterfass? Ja. Ach, heil. Was ist das denn? Wonach sieht's denn aus? Ich würde auf einen vorsintflutlichen Zylinderkopf tippen. Da die Zeitreisenden hier alle aus der Vergangenheit kommen, wundert mich das gar nicht. Reparieren lohnt sich da wohl nicht mehr. Aber zufällig habe ich einen Ersatzzylinder auf Lager. Hier. Behalt ihn ruhig. Das erste Ersatzteil geht bei uns immer aufs Haus. Komisch. Bei mir geht das erste immer ins Nachbarsfenster. So. Blöd, jetzt haben wir einen Zylinderkopf. Lüste? Kannst du das hier reparieren? Ich denke schon. Aber es ist gar nicht kaputt. Ich weiß, wir sind schnell. Empfehle uns gerne weiter. Kannst du das hier reparieren? Ich denke schon. Aber es ist gar nicht... Ich weiß, empfehle... Ja, das noch hier vielleicht? Kannst du das... Ich denke... Aber ich weiß, empfehle... Okay. Zylinderkopf, normaler Kopf, alles eine Soße, komm zu Doc. Was? Okay. So, ich glaube, wir haben es jetzt. So, auch so timingmäßig. Sind wir eigentlich ganz gut dabei, ne? Ich glaube, das ist so der Moment, wo ich jetzt sage mal, wir machen mal den Stream zu langsam. Ja, ist ja auch schon 22:30, meine Herren. Ja, Freunde der Fuel-Lock-Suppe. Jetzt switch ich mal zurück. Und gebe euch mal wieder die Hintergrundmusik auf die Ohren. Zack, neues Glück. So. Und ich denke, da sind wir für heute durch mit unserem Stream. Haben wir länger gestreamt als gedacht. Schön, dass ihr dabei geblieben seid. Und ja, wir haben 90 Minuten heute, zweimal 90 Minuten Stream gemacht. Wunderbar, da habe ich auch wieder Material für YouTube. Das landet auf Techneo, dem Techneo-Kanal. Gibt es natürlich immer zu erreichen. Da muss ich gleich noch was dazu sagen. Ach, beziehungsweise... Muss ich mal gucken, ob das der gute Neolium schon eingerichtet hat. bevor ich euch das jetzt hier schicke. Yes, hat er. So, also ist das der richtige Link. Und ich hatte euch letztens einen falschen Link geschickt zum Thema Würfeluniversum. Würfeluniversum hat im Moment noch keinen funktionierenden eigenständigen Link. Da könnt ihr nur helfen durch Abonnements. Also im Moment können wir noch keinen Custom-Link festlegen. Deswegen sucht einfach mal auf YouTube danach. Zack, einfach mal danach suchen. Und danach, da findet ihr den Kanal relativ schnell, ist Redstone drauf abgebildet. So, Redstone Ore. Und wenn wir genug Abonnenten haben, dann können wir eine eigenständige URL erstellen. Wie gesagt, der Stream ist heute für erstmal durch. Für jetzt erstmal durch. Mal gucken, wann wir den nächsten Stream ansetzen. Mal schauen. Kann ich jetzt noch nicht sagen. Das machen wir spontan. Diese Woche wird wahrscheinlich schwierig, weil ich da auch wieder zu tun habe. Aber ihr findet das jetzt immer auf Instagram und auch auf Twitter. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, auf Twitter kommen auch die ganz normalen Infos weiter, aber auf Instagram kommen immer mal Previews und Tipps und ja,
lustiges Bild- und Tonmaterial, Videomaterial, und da gibt es auch die Stream-Ankündigung immer ganz brandaktuell. Dann danke ich euch fürs Zuschauen, wünsche euch jetzt noch einen schönen restlichen Montagabend. Kommt weiterhin gut in die Woche und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer TechCraftMania.